Der Burnout resultiert meistens aus irgendwelchen Beziehungskrisen. Also ein Burnout ist gleich Identitätskrise, ist gleich Beziehungskrise. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein, hier bei der Mission Millionär. Der Millionär von morgen war der deutsche Mittelstand von gestern, ist der Leitspruch meines Kanals. Und wer das nicht so sieht, der wartet mal gut und gerne die nächsten 10 bis 15, 20 Jahre maximal ab, wie viel Mittelstand wir dann doch in Deutschland übrig haben werden. Nur mal so viel dazu. Heute kurz und knappes Video zum Thema Burnout. Ich hatte da nämlich ein letztes Mal schon ein Video gedreht, hier oben, könnt ihr euch das anschauen. Ja, da habe ich so einige Beispiele aus meiner Vergangenheit von sogenannten Burnout-Kandidaten, ja, die ja so hart schuften mussten und so hartes Projekt hatten und so viel arbeiten mussten in der Kundenakquise. Ja, dann hatten die einen Burnout, ne? Und dann zahlt der Arbeitgeber die ersten 6 oder 8 Wochen, glaube ich, und dann nochmal 1-2 Monate dann auch vom Krankengeld gelebt. Nur komischerweise war ich mit denen teilweise dann angefreundet, ja, und das heißt, ich habe die dann auch privat immer mal wieder getroffen, so im Tanzkurs oder sowas, ne? Und von den gleichnamigen Personen, ja, die gleichzeitig, also währenddessen sie im Burnout krank geschrieben waren, mir erzählen, wie sie letztens wieder an ihrer Stammkneipe über den Tisch gezogen worden sind, weil sie mit 150 Euro reingegangen sind und mit nichts raus und gar nicht wussten, wo die Kohle bleibt, geblieben ist, und das Gefühl hatten, dass sie vielleicht auch etwas zu betrunken waren und vielleicht von der Stammkneipenbesitzerin irgendwie über den Tisch gezogen worden sein könnten, aber gleichnamige Person, die Person hat sich dann eigentlich schon auch gar nicht mehr richtig dran erinnern können. Und das alles von Leuten, die halt mehrere Monate sich krank schreiben lassen, ja, letztendlich hier sich vom System durchfüttern lassen, ja. Denn Burnout hatte der nicht wirklich, ne? Also ansonsten hätte er wahrscheinlich, was hat er in der Kneipe überhaupt verloren, ja, wenn er Burnout hat, ne? Und also nur mal, das ist sozusagen mein Motivator, warum ich überhaupt diese Videos über Burnout hier mache auf meinem Kanal Mission Millionär. Und ich denke, dass auch das Mindset ganz entscheidend ist, wenn du finanzielle Freiheit erreichen willst oder Unabhängigkeit, zumindest zu einem gewissen Grad in deinem Leben, und wer will das nicht, ja, dann musst du dir hier erstmal in der Birne klar machen, wohin die Reise gehen soll und welche Veränderungen du in deiner Persönlichkeit vornehmen musst, ja, denn das ist das allererste, was du machen musst, bevor du überhaupt irgendwelche Ziele setzen kannst im Leben, unabhängiger zu werden finanziell und damit auch freier dein Leben gestalten kannst. Und gleiche Personen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die sind dann auch teilweise geschieden, haben Ehestress und so weiter. Und jetzt komme ich eigentlich zum neuen Buch, das ich hier dann gegen Ende des Videos kurz vorstellen werde. Und da geht es auch um Burnout, ja. Und hier möchte ich mal ein paar Punkte raussuchen. Ich fand das Buch nämlich ganz lehrreich, auch in Bezug auf dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Denn dort hat der Autor herausgefunden und recherchiert, dass Burnout ja fast immer auf den Arbeitgeber geschoben wird. Der Grund, ja, und der darf dann gefälligst auch die Krankschreibung bezahlen und zumindest die ersten 6 Wochen und so weiter, ne, oder eine Kur am besten noch oder was weiß ich. Aber in Wirklichkeit ein Burnout nichts mit dem Stress in der Arbeit zu tun hat. Na, das mag jetzt für den einen oder anderen was ganz was Neues sein, ja.
Ist aber schon mehrfach erwiesen worden, auch durch andere Autoren und Bücher und Wissenschaftler. Hart und viel arbeiten produziert keinen Burnout. Ein Burnout, so sagt der Autor hier, dessen Buch ich jetzt am Ende dann noch vorstellen werde, Burnout ist eine reine Identitätskrise. Ja? Was will ich eigentlich? Was macht mich glücklich? Und der Burnout resultiert meistens aus irgendwelchen Beziehungskrisen. Also ein Burnout ist gleich Identitätskrise, ist gleich Beziehungskrise. Ja? Und häufig zum Beispiel dadurch, dass man jetzt eine Beziehung hat, meistens sogar im Privatleben, ja, was einen so stresst, dass man einfach diesen Burnout oder diesen in Anführungsstriche Burnout dann halt dann bekommt. Natürlich ist es keine Fata Morgana, also ein Burnout, das gibt es natürlich, aber nur der Grund dafür wird völlig falsch prognostiziert, ja, diagnostiziert und von daher letztendlich ist es immer erstmal eine Frage, dass wenn du einen Burnout oder wenn du so mal in Richtung Burnout gehst, dass du letztendlich oder ernsthaft Burnout, ja, das ist ja eine ernste Geschichte, letztendlich immer erstmal abchecken musst, wie sieht es mit meinen Beziehungen aus, ja, und nicht irgendwie die Quantität an Arbeit oder den Stress in der Arbeit, denn das ist einfach eine Fehldiagnose, dass man sagt, das sind die hauptsächlichen Origine, also die Ursprünge eines Burnouts. Ne? Und das sagen die hier einfach, wenn sehr, sehr ausführlich beschrieben und alles. Und von daher würde ich das Buch einfach mal empfehlen, dass du das halt selber besorgst. Das Ganze heißt, Burnout kommt nicht nur von Stress, ja, von Miriam Pries heißt der Herr. Und ich würde sagen, ich wollte nur ganz kurz das Thema anreißen, 5 Minuten, weil es wirklich ein absolutes Trendthema ist und viele es einfach komplett auf die falschen Schultern abladen. Ja. Es ist nicht der Stress in der Arbeit, ja. Es ist auch nicht die Menge der Arbeit, ja. Also nur weil du viel arbeitest, ja, wie viele Leute gibt es, die bis ins hohe Alter hin viel arbeiten und nie einen Burnout hatten, ja. Also es kann da gar nicht dran liegen. Es hat mit deiner Persönlichkeit zu tun, mit deiner Identität, ja, wie stark du dich identifizierst mit dem, was du tust, ja. Und die schreiben zumindest auch, dass häufig sogar das mit Kindheitserfahrungen zu tun hat. Das heißt, wenn du in der Kindheit diverse Erfahrungen gehabt hast, also zum Beispiel Kinder, die halt in der Kindheit zum Beispiel viel Demütigendes erfahren haben, dass sie ein niedriges Selbstwertgefühl daraus produziert haben, haben also rein statistisch gesehen eine viel höhere Anfälligkeit dann so in den Mitte 30ern, 40ern an einem Burnout zu erkranken. Ja. Also wirklich interessante Geschichten und wie so häufig, ja, liegt auch das Ganze in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Persönlichkeit, im Mindset, ja, alles eine Kopfsache. Nicht, was du schuftest, das ist eine Kopfsache. Und auch viel in Kindheitserfahrungen, ja, wie so viele, viele, viele andere Dinge auch. Und eigentlich eine Basis für finanziellen Erfolg und den daraus folgenden finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit und Zufriedenheit letztendlich, ja. Und deswegen heißt mein Kanal auch Mission Millionaire Freedom and Satisfaction. Und damit es eben Engländer und andere Leute auch verstehen, die nicht so gut Deutsch können. Und ich werde auch ein paar englische Videos zukünftig drehen, daher auch einer der Gründe. Und das muss man einfach verstanden haben und akzeptieren, so wie es ist. Und
Somit will ich das Thema gerne abschließen. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen da draußen gefallen. Wenn dem so ist, dann teile dieses Video an möglichst alle Leute, wo du denkst, die sind vielleicht, ja, die gehen in Richtung Burnout oder ja, bei, oder die jammern rum zumindest oder tun so, als hätten sie einen Burnout oder suchen den Grund in der stressigen Arbeit oder sie haben tatsächlich ernstzunehmenden Burnout-Symptome. Ich habe manchmal auch so Tage da, wo ich nicht mehr kann, ne? Aber das hat mit echten Burnout nichts zu tun. Ja, wenn ich dann einfach einen halben Tag mal was anderes mache, dann ist es wieder vorbei. Es ist eine ernstzunehmende Krankheit, nur nochmal, ich möchte es nochmal betonen, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, die Diagnose, ja, die Ursprünge, die Gründe, wo man sozusagen sagt, es ist einfach Stress in der Arbeit, stimmt einfach nicht. Hol dieses Buch, Burnout kommt nicht nur von Stress, ja, lad es dir runter, du musst es dir nicht physisch kaufen, ja, und ich, oder Kindle-mäßig, ja, wenn du einen hast. Ich verlinke dir unten auf jeden Fall den Link, kannst du einfach nur klicken, zack, bist du sofort auf der Seite, holst du das Buch und dann wünsche ich dir einfach viel Spaß damit. Und wie gesagt, teile dieses Video an alle Leute, die du kennst und irgendwie schon mal das Wort Burnout im Mund genommen haben, ja. Denn es bringt nichts, wenn du den Ursprung, ja, Burnout ist ernst zu nehmen, und den Ursprung einfach in einer völlig falschen Gegend suchen, weil dann zieht sich das einfach nur hin und kommt und wirst du es einfach nicht mehr los. Und wie willst du denn in deinem Leben was leisten, was zustande bringen, was auf die Beine kriegen, egal wie alt du bist, ja, wenn du ständig immer mit Burnout-Problemen zu tun hast, ja, oder halt dich nicht mehr konzentrieren kannst oder nicht mehr leisten kannst, ja. Also Entschuldigung, wir haben so viele Möglichkeiten, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, ja, also noch boomt's und wenn du willst, kannst du Geld verdienen, wenn es liegt alles nur an dir, ja. Du kannst dich selbstständig machen, ja, habe ich hier auch Videos dazu gemacht, Selbstständigkeit, Unternehmertum, wenn du Angestellter noch bist, mach dich selbstständig oder mach dich nebenbei selbstständig, ja, habe ich auch Videos dazu gedreht, ja, auch alles hier oben und es gibt so viele Möglichkeiten, deine Gehälter zu erhöhen, dir mehr Freiheit, dir mehr Geld anzusparen, dir dadurch mehr Freiheit zu genießen, mehr Möglichkeiten für deine Frau, für deine Familie, was auch immer. Ne? Also, nochmal, teile dieses Video an alle Leute, die mit Burnout irgendwie mal ein Problem hatten oder einfach nicht mehr weiter wissen und auch nicht wissen, woher das kommt oder sich nicht mehr konzentrieren können oder einfach nichts mehr denken, sie können nichts mehr leisten und meinen, das ist ein Burnout und es kommt von der stressigen Arbeit oder weil sie zu viel arbeiten oder weil einfach alles zu viel ist. Ja, die Gründe sind meistens ein bisschen woanders und auch meistens tiefer. Ja, es wird einfach nur eine Menge Arbeit. Ja, also meine Eltern, die haben 12 Stunden am Tag Basis gearbeitet, damals noch in den 60ern, ja, in den 50er, 60ern. Ja. Und 6 Tage Wochen waren Standard. Ja, da hatte niemand Burnout. Ja, also nur mal so viel dazu. Hier oben ist das nächste Video, vielleicht ganz interessant für dich. Und hier oben kannst du meinen Kanal abonnieren, wenn du noch nicht abonniert hast. Und du kannst hier unten auch, glaube ich, eine Glocke klicken, wo du dann benachrichtigt wirst, wenn ich weitere Videos mache zu Themen wie Burnout. Und andere sehr wichtige, interessante Themen, um dich weiter voranzubringen. Ja, noch geht es uns allen gut, noch ist Wohlstand, noch ist keine Depression, noch gibt es Jobs, besonders hier in Bayern, in Baden-Württemberg, ja, in den guten Bundesländern, besonders wenn du da lebst, ja, nutze es die Zeit, ja, versandel nicht so viel Zeit, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ich freue mich aufs nächste Video. Tschüss.